Okay, sind wir bei, ja, vielleicht zwei, wollte ich schon fast sagen, wir sind wieder bei dem coolen Spiel, das sich Gunman nennt und nennt sich Gunman und wir machen coolen Scheiß wieder mit diesem dummen Spielchen hier. Letztes Mal ist Super Roboterfrau weggeflogen und ich frage mich jetzt einfach nur, was soll der Scheiß? Und wenn ich nicht weiß, was dieser Scheiß soll, suche ich jetzt einfach eine Antwort, ob ich lang gehen kann, weil ich keine Ahnung, wo ich hier lang gehe. So, lass mal gucken, hier oben ist ein Eingang, Zenomie Refrigeration, okay, gehen wir da den Kühlschrankland, nennt man es glaube ich auch. Okay, ab nach Kühlschrankland, Kühlschrankland. Ja, von mir aus Kühlschrankland wird sehr schnell auftauchen. Ja, hier, Gunman-Typ, geh mal weg und du auch. Du bist ja auch zu nervig. Ich stell dich einfach direkt vor. Wo, okay, ey, ein Raketenwerfer-Typ ist hier. Das ist ein Raketenwerfer-Typ. Nein! Oh, oh, mit der. Ja, mit seinen unlogischen Skills, ey! Oh nein! Nein, 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 nein! Nein, schnell weg hier! Die unlogischen Skills! Da müsst ihr aufpassen. Die haben es so drauf. Die haben das so drauf mit ihren unlogischen Skills. Wir müssen aufpassen. Die unlogischen Skills, die sind überall. Wir müssen die unlogischen Skills irgendwann aufräumen, weil die unlogischen Skills. Diese, nein, die unlogischen Skills. Nein, hör auf mit den unlogischen Skills. Die machen gar keinen Sinn, so unlogische. Hört ihr jetzt auf? Alter, zum Glück habe ich die Rüstung, ne? Scheiße, ich habe keine Munition mehr dafür. Ich habe keine Munition mehr dafür. Oh, machen die mich fertig. Machen die mich fertig, oder was? Die machen mich so fertig gerade. Oh, ihr Wichser! Oh! Jetzt geh weg, Mann! Oh, was ist das für ein Arschloch? Okay. Oh, oh. Ey. Die Typen sind so überpowered, ey, diese Raketenwerfer. Fickt euch, wisst ihr was? Diesmal kriegt ihr einfach. 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 Ja, das war ja genauso gut der Anfang. Die Typen habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Okay, egal. Gehen wir hier lang und diesmal töte ich die. Ich bin einfach gleich. Nein, so haben wir nicht gerettet. So haben wir nicht gerettet. Oh, jetzt bin ich schon wieder auf 27 Lebenspunkten. Was sind denn das hier Bastarde? Alter! Ey, wie schwer ist das? Okay, ich muss aufpassen. Das. Ey, jetzt wird das Spiel aber mal richtig behindert, wa? Nee, jetzt hör mal auf hier. So, jetzt mal Schluss. Jetzt wird da hier ein Typ gespeichert, der hier kommt, weil das lasse ich uns bestimmt nicht gefallen, dass jetzt der Typ hier einfach so umbamst. So, erstmal du. Du bist weg. Okay, alles da und dann du. Da darf man schon mal keine Raketen abballern. Nein, 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 nein. So, ja, du schießt dich mal schön mit deinen eigenen Raketen ab. So können wir das auch gerne regeln. So. Und das ist der nächste auf der Seite, weißt du? Nein. Oh Gott, ey. Habe ich ihn getroffen? Nein, habe ich leider nicht. Wo sind sie? Wo sind die Affen, ey? Sie ist hier. So, erstmal ihn hier wegspallern. So, das wäre das. Na ja, kommt her, ihr Affen. Nein! Das muss doch einfach so gehen. So, erstmal alle mit den Raketenwerfer wegballern. Alle weg. Alle weg, die Scheißspasten. Alle weg, die Affen, ey. Wie sie hier mit ihren Scheißwaffen die ganze Zeit campen und nur darauf warten, dass hier jemand vorbeikommt, ne? Ey, die allerletzten Spacken, ey. So, wo sind sie? Hier ist doch noch einer. Ich bin mir sicher, einer fehlt noch. Na egal, irgendwo wird er da ja auftauchen. Ey, wo ist noch einer von denen? Ich weiß es, dass noch irgendwo einer von denen da ist. Das waren noch nicht alle. Wow, sie sind doch alle weg? Ich könnte schwören, einer. Zum Glück habe ich gespeichert. Ich wusste, da ist noch einer von den Affen. Irgendwo war noch einer gewesen. Ich lasse mich doch jetzt nicht einfach zur Raketen treffen und meine ganze Rüstung wegnehmen. So wird nicht geredet. Wir benutzen halt Safe States und lassen es interessant werden. Nö. Alter, so Rakete geht sehr. Boah, Alter, der liegt ja immer noch. Jetzt, Alter Schwede, der hält einfach Raketenangriff durch. Naja, ich auch, mal ganz fairerweise gesagt. Aber, hallo, ich bin hier der Spielermann. Und Spielermänner müssen immer viel aushalten. Immer so, ich bin der Protagonist. Wenn ich 5 Laserkanonen in den Arsch gesteckt kriege und dann abgefeuert werde, dann ist mir scheißegal, weil ich HP habe. Weil Call of Duty immer so, ja, du wurdest gerade 5-mal in den Kopf geschossen. Aber keine Sorge, in 2 Sekunden ist deine Energie wieder geheilt. Also kein Ding, Mann. Das passiert mal mit. Ist doch scheißegal. Call of Duty im Prinzip. Das Spiel, wo man nicht sterben kann. Und dann alle immer so, oh, ich hab's auf Veteran durchgespielt. Ja, was auch so viel schwerer ist, weil, wow, es ist super künstlicher Schwierigkeitsgrad, weil man einfach nur abgeknallt wird. Und das war's. Man wird abgeknallt und man wird nicht abgeknallt. Und sonst eben halt nicht. Und das ist das Spiel. So, und wenn man hier sterben will, dann so richtig, yeah. Regeneration gibt es nicht. Und bei Call of Duty immer so, immer Regeneration. Und ich einfach nur so, yeah, ich bin der richtige Gunman-Gamer. Und alle so, oh, Call of Duty. Und ich so, yeah, ich bin der Gunman. Also so Call of Duty. Und ich so, yeah. Richtig, yeah. So, das ist so meine Devise dabei. Also, yeah. So, damit durchgehen, yeah. Ich baller alles weg mit Maschinengewehr. Das kann man nicht in Call of Duty, ne? Mit so einem coolen Drehgewehr rumballern, ne? Dass du einen Zahnbürstenaufsatz hast, das könnt ihr nur in Gunman Chronicles, Leute. Auch den komischen Pupswagen kann man nur von hier aus töten. Wow, du bist langweilig. Du wiederholst sie nicht 1000 Mal. Der hat jetzt eine Tür geöffnet. Was bringt mir das? Gar nichts. Ich habe mehr Schulden. Ist okay. Gehen wir hier unten lang. Ah, jetzt haben sich bestimmt mehr Tore geöffnet. Bestimmt auch hier nach unten. Genau. Jetzt kann ich nicht hier lang gehen. Und die werden.
Ja, stimmt, die werden auftauen. Wenn ich nicht schnell genug bin, dann werden diese ganzen Viecher hier befreit. Heißt, ich muss mich gleich sehr, sehr beeilen, hier durchzukommen. Hier sind sehr, sehr viele Xenoms eingefroren. Sehr, sehr viele Xenoms, sehr, sehr viele gefährliche Xenoms. Was machst du hier? Okay, gut. Jetzt macht er nichts mehr. Das ist voll das Arschloch gewesen. Das muss ich ihn erstmal eine verpassen. Ich muss ihn eine verpassen. Muss ihn mal. Das hat sogar funktioniert. Ich bin begeistert. Kann ich das hier auftauen? Ja, okay, auftauen. Okay. Okay, ich muss ganz schnell durch. Tut mir leid, die ziehen uns, die tauchen hier gleich auf. Oh ja, voll unfair. Voll unfair, aber egal. Ich gehe einfach woanders lang. Deswegen. Oh mein Gott. Oh, was ist denn hier los? Das wollte ich ja gar nicht. Oh shit. Okay, die tauchen langsam alle auf. Langsam tauchen die alle auf. Okay, das wollte ich natürlich nicht. Ich gehe einfach woanders hin. Ich gehe einfach woanders hin. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe damit nichts zu tun. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe das Chaos ausgelöst. Ich weiß. Der Spaceport ist gleich hier drüben. Tschüssi, Koski. So, jetzt lasst ihr mich mit der Ruhe, weil ich bin nur der liebe Gunman-Freund und ich tue euch allen nichts. Wow, das hat sogar funktioniert. Hätte ich nie mit gerechnet, dass ich so einfach damit wegkomme mit meiner Aktion hier. Danke. Toll. Danke. Körpermechanik, ne? Ja, danke. Danke. Nein. Wundervoll. Oh, halt die Klappe. Schnabelspringer. Ja, super. Es wird gedacht. Es wird dran gedacht, okay? Ich denke dran, dass der irgendwo ein großer Xenon sein könnte. Ah, der hat. Bist du? Bitte was? Okay. Okay, jetzt reizt du. Ich gehe da einfach runter. Wisst ihr was? Ich gehe da einfach runter. Oh, darf ich da nicht runterfallen? Wenn man das macht, dann wird man bestraft irgendwie. Okay. Gehe ich halt hier runter. Ist mir egal. Wer ist denn da unten? Kann mir doch jemand sagen? Hallo? Was ist denn hier? Ich sehe nichts. Ach so, hier sind Käfer. Ja, von mir aus. Nee, geht mal weg. Mich nicht belästigen, bitte, okay? Mich nicht belästigen. Okay, abonniert mich. Irgendwie sowas. Ja, ihr macht das schon. Tschüss. Geh mal hier runter. Ist mir egal, was hier rumfleucht oder rum. Ja, auch mit Warcraft-Freunden. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Oh, so viele schöne Sachen hier. Tausend tolle Sachen. Die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man Viecher abknallen, um sie zu verstehen. Okay. Ist mir egal. Alle tot. So, ist mir egal. Mir egal. Alle tot. Alle tot. Nö, 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 nö. Ich lasse mich davon nicht beeindrucken. Oh, irgendwelche Alien-Monster die ganze Zeit. Was? Lebst du noch? Geil. Wusste ich gar nicht. Ich hab das gar nicht mitbekommen, dass du noch lebst. Das musst du auch mal auf die auf. Ja, ich weiß, ihr seid noch mehr davon. Was läuft denn hier herum, dass die ganze Zeit so eine Panik hier verursacht? Wisst ihr, was ist denn euer Problem, ey? Will doch einfach nur. Will doch einfach nur hier durch und. Ja, und jetzt? Ja, was denn jetzt? Ja, passiert jetzt was oder nicht? Ja, dann mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Los, mach die Tür auf. Mach die Tür auf, bitte. Machst du die Tür auf? Danke. Machst du die Tür auf, Mann? Machst du jetzt die Tür auf? Bitte. Mach die Tür auf. Okay, dann machst du halt nicht die Tür auf. Geh ich halt. Hä? Auf einmal ist die Tür hier offen. Wir hoffen, wir. Habt ihr. Oh, ihr habt einen Turm gebaut. Wundervoll. Und wer ballert mich schon wieder mit 1000 Raketen gerade ab? Wer von den Spastis macht das gerade wieder? Wieder niemand von denen was weiß, ne? Lass mich mal raten. Das ist immer wieder dasselbe Prinzip wie immer. Irgendjemand ballert wieder wie ein Verrückter um sich und wir wissen nicht, wer es ist. Wer ist denn das? Bist du das? Du bist das, ne? Nein. So, jetzt hat mich so ausgebaut. Wo krabbelt hier noch rum? Wer ist das? Wer krabbelt hier rum? Wer von euch macht das hier? Wer ist dafür verantwortlich? Okay, hier niemand. Hier ist niemand dafür verantwortlich. Aber im Shit, jemand alles. Oh Gott, ey. Wieso sind jetzt so viele von euch? Jetzt sagt mal, was ist euer verdammtes Problem? Also, ich will hier einfach nur mal stressfrei. Stressfrei durch diese Welt kommen. Und ihr kommt immer und macht immer alles kaputt. Alles. Und ihr kennt keine Gnade. Ich spreng einfach alles in die Luft, dass euch jemand heilig war. Also hier, ey, wieso? Das habt ihr jetzt sofort. So, was bringt das? Nichts. Alle haben. Ah, ich werde, ich habe den Strom jetzt kaputt gemacht hier auf der anderen Seite, ne? Ja, so ist es. Und auf einmal sind hier Spinnen. Ein Mystiker versucht, sie daran zu erinnern, die Oberfläche
Du bist ganz schön von dir überzeugt. Okay, ich mach die hier. Okay, ich merke schon, nicht das Schlauste, die kaputt zu machen. Ich mach's aber trotzdem. Verdammt, ich mach's aber trotzdem. Wo ist es? Wo ist das Ding? Ich mach's aber trotzdem. Tschüss. Da bitte. Boom. So, war's das? Ja, ihr seid immer noch alle da. Ich habe euch jetzt alle vernichtet, aber nee. Ja, okay, das war nicht. Es ist nicht besonders clever, die kaputt zu boxen. Ich sehe es ja ein. Das sollte ich vielleicht nicht tun. Ich würde sagen, das werden wir uns dieses Mal genauer ansehen, was hier zu tun ist. Meine nächste Folge von Gunman. Wenn wir versuchen, wieder sie zu töten. Aber ihr ist es ja scheißegal, was ihr den super Shit-Schild der macht. Naja, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.